Ein herzliches Hallo und schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama. Mein Name ist Christina Basina, ich bin die Gründerin von Glücksmama. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin und habe selbst 2 Kinder geboren. Und mein ältestes Kind, mein Sohn Ben, der kommt dieses Jahr in die Schule. Und was ich ganz cool finde, ich habe bei meinem Umzug vor 12 Wochen ein Gedicht gefunden von meinem ehemaligen Klassenkameraden Albrecht. Und ich habe dieses Gedicht tatsächlich 20 Jahre aufbewahrt, vielleicht sogar über 20 Jahre, weil vor 20 Jahren, 2001, haben wir Abitur gemacht und ich meine, dass er das Gedicht nicht erst in der 12. Klasse geschrieben hat. Und es ist in meiner Box mit Erinnerungen gewesen. Und dann habe ich mich auf die Suche nach Albrecht gemacht und habe ihn gefunden im World Wide Web. Unfassbar. Und ich habe dann Albrecht gefragt, ob er Lust hat, mit mir über das Gedicht zu sprechen. Und in diesem Gedicht geht es nämlich um die Schule und er hat da ganz schön abgerechnet in dem Gedicht. Wir sprechen heute über die Schule, über das Schulsystem, über Werte und was uns sonst noch einfällt. Und ich sage, hallo Albrecht, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich, dass du zugesagt hast und nicht schüchtern warst, vor das Podcast-Mikro zu kommen. Nein, also ich muss sagen, dass ich richtig Bedürfnis hatte, da irgendwo darüber zu sprechen und da meine Erfahrungen damit breit zu tragen, die ich gesammelt habe, aus der Sicht des Schülers natürlich, der die schon echt näher liegt, ja, über 20 Jahre, wow, aber auch natürlich jetzt aus meiner Sicht oder aus meiner beruflichen Sicht, weil ich erstaunlicherweise doch irgendwann entschieden habe, Lehrer zu werden und damit ja nicht nur aus Schülersicht und aus Elternsicht, sondern sogar noch aus Lehrersicht darüber sprechen kann und denke ich, dass da schon was warum kommen wird in den nächsten Minuten oder Stunden. Auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen, wir steigen auch direkt mit dem Gedicht ein. Magst du das vortragen? Ja. Cool. Und zwar hat es den unscheinbaren Namen Die Schule. Aber ich starte jetzt. Jeden Tag wird in der Schule gelernt und geschrieben. Oft nur unnützes Zeug. Ich weiß es genau. Ich fühle mich von ihr gestoßen, getrieben. Doch keiner hört's. Mir ist's flau. Gequält von Fausts Dichtung, Teil 1 und Teil 2, verloren im Gewirr des Deutschen einerlei. Fühl mich verloren wie ein Goldfisch im Meer, lass mich in Ruhe, ich kann nicht mehr. Einige Lehrkräfte scheinen nur zu massakrieren, ansprechende Kritik sie nicht ertragen, ihre Lieblingsschüler stellen sie nie in Fragen. Die restlichen Schüler erhalten nur biedere Firn. Zum Glück winkt regelmäßig das Wochenende mir zu, nach 5 Tagen harter Arbeit braucht man Ruhe. Zollen muss man zusätzlich einen weiteren Tribut. Früh am Abend fallen einem die Augen zu. Leider geht die freie Zeit sehr schnell vorüber. Man graust sich schon vor dem Schulgebäude. An fast jeder Stelle, ja überall sind Leute. Der Stress hat einen wieder gepackt. Die Ruhe ist hinüber. Erneut Arbeiten geschrieben, fies und gemein. Ohne Sinn und Verstand gestellte Fragen. Dies muss sein. Höchste Erwartungen in bereits Geschriebenes gesteckt. Sie zerplatzen wie Seifenblasen, die ein Nagel zerfetzt. Ernüchterung macht sich auf die Dauer breit, denn altmodisch wird mühsam der Stoff erlernt. Hoffentlich kommt für die Kinder bald eine bessere Zeit, für eine bessere Zukunft, aber sie ist noch weit entfernt. Genau, das war mein Gedicht damals und ja, das war ein bisschen so aus der Ernüchterung geschrieben, kann man, denke ich, auch, wenn man sich das durchliest oder hört, denke ich, auch schon gut raushören, dass ich damit ziemlich schon eine Abrechnung war mit der Schule irgendwie. Weißt du noch, wann du das geschrieben hast und warum? An der konkreten Sache kann ich es jetzt gar nicht mehr festmachen, aber ich glaube, das waren so die ganzen Erfahrungen der Jahre vorher. Und ich glaube, das war so irgendwann, das muss in der 11. Klasse gewesen sein, glaube ich. Deutschleistungskurs war das irgendwie. Waren wir zusammen bei Frau Hesse im Deutschleistungskurs? Ja, genau. Richtig, da war es. Und da habe ich es irgendwo, ich denke, 11. Klasse war das, genau geschrieben und das war so eine Ansammlung von allen Sachen, die damals so passiert sind und mit denen ich halt nicht zufrieden war. Hm. Ich muss ja sagen, dass ich die Schulzeit oft auch nicht so cool fand. Also ich kann das gar nicht mehr so richtig festmachen, an was für Sachen. Es war natürlich teilweise auch einfach so ein Zickenkrieg unter den Mädels. Ich bin oft mit den Jungs viel besser klargekommen. Ich hatte ja einen sehr guten Freund, Sebastian, mit dem, der war auch im Deutschleistungskurs. Kannst du dich an Sebastian erinnern? Ja, na klar. Wir haben uns in Berlin auch mal getroffen auf ein Weinchen, das war auch total nett. Und aber ansonsten war das so, ich weiß auch nicht, das,
wie du eigentlich auch beschrieben hast, es war auch voll und die Arbeiten waren fies und gemein. Ja. Ja, und dass man, was ich auch beschrieben habe, dieses Gefühl, dass es so Lieblingsschüler und Schülerinnen gibt, die von Lehrerkräften sozusagen protegiert werden und dann, ja, man so als normaler Schüler dann so ein bisschen hinten runterfällt, auch in der Bewertung und in der Unterstützung und so weiter. Denkst du, dass das schon auch einfach ein Stück weit menschlich ist? Ja, sicher. Natürlich mag man gewisse Personen immer mehr als andere, klar. Logisch, dessen muss man sich nur irgendwie bewusst sein, dass man dann halt merkt, wenn es in Ungerechtigkeit abdriftet, ne, dass man dann halt nicht ungerecht ist. Das ist wichtig. Dass man die hat, ist klar. Aber dagegen lässt sich ja was machen. Wie sah dein Weg nach dem Abitur aus? Hast du sofort entschieden, du willst Lehrer werden und das System umkrempeln? Nee, sicher nicht, weil ich da auch gar nicht dran teilnehmen wollte eigentlich an dem System. meine Eltern und viel Verwandtschaft, das sind ja auch Ärzte und das war klar, das will ich auch nicht machen, aber das, ja, das war auch nicht so meins, was ich mir vorstellen konnte. Weil dabei waren auch viele Sachen, die ich nicht toll fand, dass meine Eltern wenig Zeit für mich hatten und so weiter, dass ich erst gar nicht so richtig wusste, was will ich tun. Das war eigentlich ein ziemlicher Irrweg am Anfang. Also ich habe erst was angefangen zu studieren. Was war das? Das war, klingt schon furchtbar, pharmakologische Biotechnologie, schimpfte sich das, glaube ich. Weil ich das Bionik hat mich halt immer interessiert. Also so Dinge aus der Natur zu übernehmen und die dann in Bauwerke oder auch Medikamente oder was auch immer umzubauen oder nachzubauen, das zu nutzen. Das Studium an sich war aber so stark Chemie belastet oder ja, das war nicht meins und irgendwo hätte man nur im Labor gestanden, Sachen entwickelt und ausprobiert und experimentiert und wenig mit Menschen zu tun gehabt, dass es so gar nicht, merkte, dass es gar nicht meins war und das dann auch, ich glaube nach anderthalb Jahren oder so, dann abgelehnt habe, abgesagt habe und ja, aufgehört habe, in Jena war das übrigens zu studieren. Ah, genau. Okay. Ich bin in Jena geboren. Ja, wusste ich gar nicht. Ich bin Thüringerin eigentlich. Ah, cool. Wusste ich bis jetzt nicht, ja. Nee, war schön da, auch schöne Stadt, aber hat auch eine schöne Wohnung da, aber das war nicht das, was ich wollte. Oder mich gesehen habe, Jahre später in dem Beruf da, das ging nicht. Und dann bist du den Jakobsweg gelaufen und hast... Ja, ne, eigentlich war ich damals dumm und bin den halt nicht gelaufen, das hätte ich tun sollen. Also mich selber finden und wissen, was will ich eigentlich, wer bin ich, was will ich. Habe ich dummerweise halt nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren Freunde von meinen Eltern, die irgendwo in der Richtung gearbeitet haben und das Fach Geoinformatik sehr cool fanden. Und also wo man so Dinge, moderne Technik nutzt, um Karten zu digitalisieren und so weiter. Also zum Teil natürlich auch was wie ein bisschen wie bei Google Maps passiert, klar, aber auch unterirdisch für Tagebau oder für Abbau von irgendwelchen Erzen, dass man das dann digitalisiert mit Technik und Vermessung und so weiter. War schon ein interessantes Studium, habe mich da halt schnell wieder reingeworfen, ohne eigentlich eine Pause zu machen und zu gucken, was interessiert mich, was will ich, wo will ich überhaupt hin und wie will ich mal arbeiten. Das ist im Endeffekt, logisch war, dass es irgendwann nur so ein, ja, kann ich schon sagen, Crash gab sozusagen, also auch für mich persönlich gesehen. Das war schon so eine einschneidende Sache. Also nicht nur, dass das Studium so zu Ende war und wusste, das bringt es irgendwie nicht, das geht nicht weiter. Das auch in meinem Leben was ändern musste. Wie alt warst du da? Lass mal rechnen, das muss irgendwie sowas Mitte 20 gewesen sein, das erste Studium. Naja, so 23, 24 so. Genau. Hast du dann in dem Job gearbeitet? Nee, also das Studium war ich zwar relativ weit und ich habe dann, ich war dann auch in einer psychosomatischen Klinik eine Weile. Weil so die Geister der Vergangenheit dann immer lauter riefen sozusagen und ich dann halt auch ihnen mal Gehör verschafft habe und da auch lange, also recht lang war und dann auch viel ambulante sozusagen, ja, Hilfe mit in Anspruch genommen habe, auf die ich mich auch gar nicht schäme, weil man muss, denke ich, den Mut dazu haben, auch Schwächen oder Probleme, die man hat, nicht zu negieren oder davon wegzulaufen, sondern die wahrzunehmen und irgendwie, wenn es geht, zu lösen. Und das habe ich dann probiert
Und ja, war ein langer Weg seitdem, einen Weg zu mir zu finden erstmal und auch zu finden, was will ich überhaupt. Ja, und dann kam meine jetzige Frau in mein Leben. Und die hat mich sozusagen indirekt zu meinem Beruf geführt. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ich will es wissen. Witzigerweise war sie kurzzeitig bei meinen Eltern als Hausärztin angestellt. Und war, Was, Albrecht? Und du ja. bist in die Praxis gekommen und hast sie gesehen und hast dich Genau. dann direkt krank schreiben lassen? Sozusagen. Naja, ja, es klingt wirklich verrückt, weil sie erstens ja auch 8 Jahre älter ist als ich und auch schon in festen Händen war. Sie hatte einen Mann, war verheiratet. Sie hatten mit einem Architekten ein Haus geplant, das war kurz vorm Bau. Und Jetzt wird's spannend. ja, dann kam ich und ich hatte ja, oder ich war so ein bisschen so Gehilfe, sag ich mal, jetzt im Arztpraxis meiner Eltern. Das war so die Phase, wo ich noch nicht wusste, was ich machen will. Du hast Akten sortiert oder was? Nee, 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 ich bin auch mit den Sozialarbeitern mitgefahren. Ich habe ein bisschen bei diesen Schlaf-Screening-Geräten, wo man so auf Schlafapnoe untersucht, ob jemand jetzt nachts nicht genug Sauerstoff bekommt. Also dieses Schnarchersyndrom, wie man so sagt, Okay. mit angepasst und ausgegeben und solche Sachen und auch mal ein bisschen was IT-Technik, ein bisschen was geguckt, ob das läuft oder repariert. Genau, und ja, Wie lange hat sich das denn angebahnt bei euch? das, ja, über ein paar Monate eigentlich, aber gar nicht so ewig. Hat gleich der Blitz eingeschlagen. Ja, irgendwo schon. Am Anfang dachte meine Frau noch, das ist vielleicht was für meine Stieftochter, also ich. Ja, weil ich einige Jahre jünger war und ja, gefühlt noch ein wirklich junger Kerl für sie. Und dann merkte sie, dass ich schon irgendwie mehr für sie übrig habe. Und ja, das ergab eigentlich nur eine Chance, oder die Chance ergab sich eigentlich nur, weil ihr Vater halt schwer krank wurde. Und ja, und ich da so die Gunst der Monate, sage ich mal, genutzt habe. Dass ich dann für sie da war und dann hat sich das so ergeben, dass wir zusammenkamen. Du hast die Lücke geschlossen, die ihr Ex-Mann scheinbar nicht schließen konnte. Genau, so ist es. Und da, Albrecht, ich fand dich ja. auch schon immer gut. Du mich auch? Damals muss ich ehrlich sagen, noch ein bisschen, also ich meine das jetzt positiv, so positiv verrückt. Positiv. Weißt du, Fand's nicht so verrückt. unangepasst, so cool einfach. Hört euch Aber das an, zu, war ich schon immer. wie sagt man auch noch? Also damals vielleicht noch zu laut. Du weißt, wie ich es meine. Also impulsiv und extrovertiert. Ich fange nochmal ein Nö, bisschen kannst. rein. Also, ja, regnet sonst rein? Ja. Ich setze jetzt rein. Und gab es dann ein riesen Familiendrama, weil sich deine Frau getrennt hat wegen dir? Naja, das war natürlich nicht einfach, aber erstaunlicherweise für die Kinder war das gar kein Problem. Also die haben mich sofort akzeptiert und angenommen und da gab es gar keinen Kampf. Und das war eigentlich sehr, also erstaunlich war das, ja. Ich glaube, vielleicht fehlt es auch ein bisschen an ihre Beziehung. Oder vielleicht war die nicht so intensiv zu ihrem Papa, dass sie da nicht so wirklich was verloren hatten. Und wir sind auch nicht weit weggezogen, dass sie immer noch dann ja Kontakt suchen konnten jederzeit. Das ging gut, ja. Und dadurch bin ich halt durch die zwei, die damals 3 und 6 Jahre alt waren, halt glücklicherweise mehr mit Kindern in Kontakt gekommen. Nicht nur mit ihnen, ja auch mit Kindergarten und so weiter. Und dass ich dann so in die Schiene kam, irgendwie was mit Kindern will ich mal machen. Und war halt erst auf dem Dampfer, vielleicht Sozialarbeiter oder Erzieher zu werden. Und habe da auch ein längeres Praktikum gemacht, mal über ein halbes, dreiviertel Jahr im Kindergarten in Frankenberg. Und ja, dann aber so gemerkt, nein, ich will schon irgendwo mehr selber machen und planen und mit denen mehr beibringen. Und ja, obwohl das ein toller Beruf ist, aber das nicht so ganz meins ist, wenn schon die Richtung passt. Aber ja, dass ich schon irgendwie mit ein bisschen älteren Kindern was zu tun haben will. Und denen auch gerne was beibringen will, richtig. Und da kam ich halt dazu, dann doch noch Lehrer zu werden. Dann hast du Ja. nochmal so ein Lehrerstudium angeschlossen. Jupp. Also nicht Quereinstieg, sondern wirklich all Ja. in mit Referendariat und das Ganze drum und dran. Genau, 5 Jahre fast in Dresden halt studiert, dann immer gependelt, weil Familie war ja hier.
und ging ja hier auch in Kindergarten und dann ja schon auch Schule. Und genau, da bin ich schon immer mit dem Zug gependelt, habe dann da die Vorlesungen und Seminare gemacht und ja, dann das Referendariat hier. Genau, ganze volle Weg, ja. Wie war das, als du dich dann dafür entschieden hast, dass du Lehrer wirst? Hast du da irgendwie schon auch ja so deine Schulvergangenheit noch mal so mit in deine Gedanken geholt und gedacht, oh Mensch, krass, also da muss ich auf jeden Fall dann was anders machen? Ja, schon zum Teil. Klar. Ich meine, meine Erfahrung, die fußt jetzt zwar mehr auf Gymnasiumserfahrung, aber auch schon Grundschule, weil die für mich auch nicht schön war. Also ich hatte auch einen Lehrer, der wenig empathisch war. Und irgendwie hatte ich das Gefühl zumindest, dass er mich auch nicht gut leiden kann. Und auch so, da war es so destruktiv. Ich weiß noch, ein Satz ist irgendwie hängen geblieben, das hat er mir irgendwie mal gesagt und auch anderen Mitschülern, dass wir nicht groß was erreichen werden und so weiter. Also, und auch andere ja noch so wirkliche typische DDR-Lehrer, die sind noch, ich bin ja 89 in die Schule gekommen auch und das halbe Jahr war ja noch unter DDR-Bedingungen und die Lehrer haben sich ja nicht geändert, nur weil die Wende war. Und die waren dann auch teilweise wirklich am Ohr gezogen und in die richtige Schlange gestellt, weil ich halt mich bei Mädchen angestellt hatte und nicht bei den Jungsreihe beim Sport. Und ist ja eigentlich kein Problem. Ne? Und aber Lehrer hatte halt nichts Besseres zu tun, als wirklich schmerzhaft am Ohr zu ziehen und mich in die richtige Schlange zu stellen oder zu ziehen. Und ja, das war halt ja häufig so die Atmosphäre da. Und das wollte ich halt schon anders machen. Und halt vor allen Dingen dem entgegenwirken, dass ich ungerecht bin zu meinen Schülerinnen und dann manche Vorteile gebe oder ja, die anders behandle. Das war mir wichtig. Hast du das Gefühl, dass das Studium, also dieses Lehramtsstudium, dass sich das schon auch gewandelt hat in den letzten Jahren, also vielleicht auch schon als du studiert hast, dass man da irgendwie mittlerweile auf andere Sachen Wert legt? Oder eigentlich nicht? Ist das so alte Schule und dann kommt es darauf an, was du als Lehrer, Lehrerin draus machst? Ja, es hat sich schon gewandelt. Also das war in Dresden halt gerade so neu im Aufbau des Grundschullehramt. Das war noch nicht, vieles noch nicht so, wie es sein sollte, aber es waren halt auch schon viele jüngere Professorinnen oder Seminarleiterinnen dabei, die da auch schon einen modernen Blick drauf hatten und auch moderne neue Studien damit einbezogen haben und das auch ja schon moderner versucht haben einbeizubringen. Von der Theorie zumindest. Psychologie fand ich viel zu wenig, der Anteil da drin, weil der ganz wichtig ist, mit Kindern richtig umgehen zu können, wie man auch wirkt, wie man Stimme, Körper und so weiter einsetzt und auch vielleicht die das nicht so die Ader dafür haben, das auch bei den Kindern mitbekommen, wie die drauf sind, was sie gerade brauchen. Das ist in der Grundschule ja gerade wichtig, wenn da oft auch ein bisschen Elternersatz ist oder Papa- oder Mama-Ersatz, ne, wenn das zu Hause nicht da ist. Ja. Aber sonst im Praktischen her war die Vorbereitung eigentlich nicht gut. Trotzdem. Also gerade so für die ersten Klassen, also für, oder gerade für den Anfangsunterricht, erste Klasse, fand ich die Vorbereitung wirklich trotzdem noch ziemlich ausbaufähig. Da ist man eigentlich trotzdem ins kalte Becken geworfen worden und konnte nicht wirklich gut schwimmen. Okay, das war dann also Schwimmen lernen im Run, Ja. während man im Wasser ist, sozusagen. Sozusagen, ja. Das war schon sehr herausfordernd, weil ich auch gleich eine erste Klasse übernehmen musste. Als Klassenlehrer Nach auch. der Referendariat, ja, genau. Was früher eigentlich so nie der Fall war, weil dann, ich hab mit einer Kollegin gesprochen und hat gesagt, eigentlich war das früher ein Vertrauensbeweis von der Schulleitung, wenn man eine erste Klasse übernehmen durfte. Und dann war man auch ganz stolz, wenn man diesen Auftrag bekommen hat. Ja, das ist jetzt nicht mehr so. Also dann kriegen selbst Quereinsteiger erste Klasse, weil halt die Lehrer fehlen und Lehrerinnen überall. Gott. Und ja, das ist eigentlich zu schwer für den Anfang, weil da muss man viel hospitieren, viel sehen und da kommt es viel auf die Erfahrung an, weniger auf so die Theorie im Hintergrund. Wissen die Eltern, dass das eigentlich problematisch ist, oder wissen die jetzt gar nicht, dass das deine erste Klasse war? Na doch, die wussten das schon.
Ich hoffe nicht, dass ihr wusst, wie problematisch es war. Ich meine, klar, ich versuche das so gut wie möglich zu machen, aber logisch, der erste Durchgang kann nicht so gut sein wie der 10. oder 20. Das geht einfach nicht. An alle Erstis, die bei Albrecht in der ersten Klasse waren, meldet euch gerne nochmal unter folgender Hotline. Genau. Wir arbeiten das hier nochmal auf. So, wie viele Jahre ist das her? Ist das jetzt schon 10 Jahre her? Mein erster Durchgang? Mhm. Nein, ich habe ja jetzt gerade also meinen ersten Durchgang durch. Ach so. Ja, ja. Ist erstmal noch ganz frisch. Genau. Und die gebe ich ja jetzt ab nächste Woche, starten bei uns dann die Ferien und bin ich gerade dabei, so Abschiedsgeschenke zu schreiben für die Kinder. Oh, du gibst dir also noch richtig Mühe. Ja, ich gebe zum Abschluss noch richtig Mühe, als ich am Anfang vielleicht verbockt habe, ja. Hast du bestimmt nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich meine, klar, manche Sachen würde man immer anders machen jetzt mit der Erfahrung, die man gesammelt hat, aber das geht ja jedem so. Ja, und jeder muss halt einfach mal anfangen und irgendwann hast du halt eine erste Klasse. Oder ich habe ja auch irgendwann meinen ersten Rückbildungskurs gegeben und die Mütter wussten nichts davon, dass es der erste ist. Hm. Genau, und rückblickend hättest du bestimmt auch vielleicht gesagt, oh, hätte ich mal das und das bisschen anders gemacht, aber auf man wird ja besser. Fall. Wäre ja auch blöd, wenn man nicht besser werden würde. Aber ich bin dann immer schön mit den Mittagessen gegangen und habe das sozusagen da wieder, es war auf der sozialen Ebene einfach ein sehr, sehr wertvoller Kurs. Hm. Genau. Von daher kann man, ne, die Lücken dann auf unterschiedliche Art und Weise füllen. Das stimmt. Wie empfindest du denn, jetzt wo du selber auch Lehrer bist, die Schullage für deine eigenen Kinder? Also eigentlich sehr differenziert, muss ich sagen. Solange die auf die Grundschule gegangen sind, ging es noch zum Teil. Also mein Größter, der wird jetzt 19, ja, der hat es in der Schule trotzdem schwer, weil er sehr sensibel war und manche Lehrer sehr unsensibel sind, musste er schon auch oft drunter leiden. Er hatte aber eine tolle Klassenlehrerin, das schon ein bisschen aufwiegen konnte, sozusagen die anderen Fachlehrerinnen. Aber trotzdem war es für ihn sehr anstrengend, weil sich so eine Schutzhülle aufbauen musste irgendwo. Und das ist schade eigentlich, weil sich ein Kind keine Schutzhülle aufbauen sollte, dass es so im Alltag an der Schule bestehen kann. Wie kann man das als Eltern denn gut begleiten? Weil das, wenn ich mir jetzt vorstelle, oh Gott, mein Kind muss sich da so eine Schutzhülle aufbauen, dann denke ich ja eigentlich sofort, oh, ich muss mein Kind beschützen, ich muss es von der Schule nehmen und hoffen, dass es auf einer anderen Schule besser aufgehoben ist. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, muss man natürlich schauen, aber es steht und fällt natürlich immer mit den Lehrkräften, ne, die da Unterricht geben. Das kann die beste Schule sein, wenn der Lehrer oder die Lehrerin dann nicht zum Kind passt, muss das auch nicht unbedingt besser sein. Muss natürlich trotzdem gucken, dass man das Kind oder sein Kind dann nicht so überbeschützt, so wie man so overprotect sagt, ne? Das ist auch nicht gut, weil das muss ja auch lernen, selbst in der Alltag klarzukommen, natürlich immer altersgemäß, ne? Und mit der nötigen Dosis. Mhm. Ja, ich meine, bei so verschiedenen Fächern, die man da in der Schule hat, wird es ja nie immer funzen mit allen Lehrern, ne? Also, ich meine, guck mal, bei uns war ja auch irgendwie teilweise unterirdisch. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Huch, ich finde deine Klassenarbeit nicht mehr. Sie hat meine Katze gefressen. Was? Ja, das stimmt. Sehr schön. Weißt du so, ja. Wo du dich einfach fragst, wie kann das sein? Wie kann? Ja. Ja, aber auch so willkürliche Bewertung. Ich weiß nicht, dass wir im Deutschen Leistungskurs, weiß nicht, ob du das noch weißt, dann unserer damaligen Lehrerin aufgefallen war, dass ihre Bewertungsschlüssel irgendwie viel strenger ist als von den Parallelklassen und dass wir, wenn wir 7 Punkte bekommen haben, bei dem anderen Bewertungsschlüssel 10 Punkte bekommen hätten. Und das im Leistungskurs, der ja nur vierfach zählt, ja. Da hat dann das weiß ich gar die Lehrerin mehr. Mal dann das sozusagen mal getauscht, ich weiß nicht, nach wie vielen Monaten oder nach einem Dreivierteljahr oder so, und hat dann den leichteren Bewertungsschlüssel auch bei uns angewandt. Blöderweise hatte ich oft 7 oder 8 Punkte. Oh, ja. Dann hättest du eigentlich über 10 Punkte gehabt. Ja. Ich hatte tatsächlich oft 13, 14, 15 Punkte. Gut, da hätte es nicht viel geändert bei dir. Dann ich habe ja Deutsch Leistungsklasse, ich bin ja da richtig drin aufgegangen. Ne? Mhm. Ich habe ja auch so Kafka und so habe ich ja geliebt. Und wenn ich mich manchmal mit Leuten darüber unterhalte, dann sagen die, oh Gott, das war so runterziehend, diese ganzen Kafka-Geschichten. Geht ja gar nicht. Mhm. Ich fand es so großartig. Warum auch immer. Irgendwann hat ja was in mir losgetreten, was ich irgendwie gut, wo ich mich gut reinfühlen konnte. Ich weiß nicht, was das über mich sagt, dass ich ein Kafka-Fan bin. Ich weiß nicht, ich hoffe mal nicht zu tief.
Vielleicht muss ich mich doch nochmal bei deinem Vater melden. Ja, mal gucken. Ja. Vielleicht lieber woanders. Anderes Thema. Anderes Thema. Wie sind wir eigentlich, wie du deine Kinder vor der Schule beschützt, wollte ich wissen. Genau, ja, hilft viel in Dialog treten, immer. Ich meine, mal mehr, mal weniger. Kommt auf den Lehrer oder Lehrerin drauf an. Also viel in Dialog mit dem Kind sein, dem nahe sein, aber auch mit der Schule. Notfalls auch mit anderen Kollegen oder Fachlehrern oder Schulleitungen, je nachdem, wo man so ein bisschen merkt, da stimmt die Chemie, kann man vielleicht ein bisschen was bewirken. Notfalls halt Schulwechsel. Es sollte immer der spätere Weg sein, weil man weiß auch nicht, ob es da besser wird. Das stimmt. Übrigens nicht wundern, es regnet hier bei uns und wir sitzen im Dach hier und es kann sein, dass ein paar Regentropfen plätschern, aber ich finde das überhaupt gar nicht schlimm. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Warte. Hast du deinen Eltern damals erzählt, wenn es dir nicht so gut ging in der Schule? Nee. Warum? Gute Frage. Irgendwo habe ich das versucht, irgendwie irgendwo da zu lassen. Also ich wollte das gar nicht mit nach Hause nehmen, wahrscheinlich. Konntest du. Du hast es in der Schule gelassen. Vermeintlich in der Schule gelassen. Ich habe es irgendwo runtergeschluckt und aber nicht verdaut. Ja, ich weiß nicht. Das hat bestimmt auch in Beziehung zu meinen Eltern zu tun, dass ich das da nicht so konnte oder wollte. Mit mir selbst auch, ja. Aber gut ist es nicht. Ja, ich stelle mir das halt schon auch schwierig vor, wenn... Ich meine, es gibt ja viele Kinder, die haben eine Eltern-Kind-Beziehung, die vielleicht nicht so nah dran ist, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich erst in so... Mit unseren Kindern eher in dieser bindungsorientierten Nummer unterwegs sind. Es gibt viel Literatur dazu, auch schon, wenn das Baby geboren wird, wie wir bindungsorientiert agieren können. Und das ist ja so eigentlich noch eine relativ frische Bewegung, wenn wir so wollen. Also das war ja bei uns vor 20 Jahren, da war das ja noch ein ganz anderes Nummerchen. Denkst du, dass das Einfluss haben wird auf das zukünftige, also auch auf die zukünftigen Lehrer, Lehrerinnen, die natürlich in das System eintreten? Ich denke schon, ja. Also wenn ich jetzt auch so meine neuen Kolleginnen, weil Kollegen habe ich bis jetzt noch keine, obwohl wir jetzt noch einen bekommen. Ach, tatsächlich? Ja. Du bist der einzige Lehrer? In der Grundschule, ja. Das ist halt immer noch sehr weiblich dominiert. Auch spannend, ne? Ja. Warum? Weil die Männer sich eher nicht in der Grundschule sehen, sondern eher in der Oberstufe? Obwohl eigentlich Erzieher, auch wir haben ja auch Hort mit in der Schule, natürlich auch schon beliebt sind, weil häufig auch Väter natürlich zu Hause nicht so da sind, sei es jetzt beruflich oder durch Trennung. Und das schon die Kinder sehr gerne haben, wenn die auch männliche Bezugspersonen haben, auch zum Vergleichen und so weiter. Aber ich hoffe, es wird auch mehr. Wie es in den männlich dominierten Berufen hoffentlich auch bald mehr Frauen gibt. Ja, absolut. Ich denke, die Durchmischung bringt viel. Also man befruchtet sich da gegenseitig gut, wenn man das so ein bisschen aufteilt. War das für dich klar, dass du in die Grundschule willst? Ja, eigentlich schon. Weil man kennt ja schon heutzutage auch durch so unschöne Dokus und Filme viele sehr, herausfordernde Schüler und Schülerinnen. Und da dachte ich, mit Kindern, denen man so von Anfang an so ein bisschen auch erziehen kann und so ein bisschen Werte vermitteln kann und noch so ein bisschen besser vielleicht im Griff hat, das geht nur in der Grundschule gut. Später ist schon so viel fertig, dann sind die schon gerade in der Pubertät und so weiter. Das macht es auch nicht unbedingt einfacher als Lehrer. Man weiß ja auch nie, wo man hinkommt, in welche Schule man gesteckt wird vom Schulamt sozusagen. Und ja, ich denke, da kommt man, also ich komme definitiv dann, denke ich, mit Grundschülern besser klar, als dann mit welchen, die vielleicht schon 13, 14, 15 Jahre alt sind und dann so auch offen gegen den Lehrer rebellieren. Was so wie wir uns nicht, genau. Ich weiß noch, hatte ja Englischleistungskurs noch. Du hattest irgendwas, Chemie. Gott, krass. Ja, Wahnsinn. Aber unser Englischleistungskurs, der war eigentlich geprägt von, wir haben alle nichts gesagt. Und der Lehrer hat am Anfang der Stunde eine Frage gestellt und keiner ist in den Dialog gegangen. Also hat was gesagt dazu. Und er hat das ausgesessen. Und ich frage mich,
Warum zur Hölle? Ich bin manchmal eingeschlafen. Echt? Aber kein Wunder. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, noch so, ich meine, 45 Minuten können richtig lang sein. Oh ja. Er hat oh sich ja auch da vorne hingesetzt und hat nichts gesagt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das kann so nicht weitergehen und habe dann eigentlich immer sehr krass mitgearbeitet. Und da hatte ich das Gefühl, darauf war er gar nicht vorbereitet. Hm. Also, weil es dann auch nicht so richtig weiterging. Oh je. War so schlimm. Schlimm, oh ja. Oh Gott, also ich finde lange, weißt du, 45 Minuten sind für mich heute super kurz. Also ja, je nachdem, was man macht. Aber damals in der Schule eine Doppelstunde Mathe oder eine Doppelstunde Latein. Ja. Hast du auch Latein mitgemacht? Nee. Das war so furchtbar. Nee, Freitag, fünfte, sechste Stunde, Latein, Doppelstunde. Super. Freut man sich doch. Und es ist so, es ist aber so schade, dass ich das dachte, dass ich irgendwie oft dachte, oh Gott, Doppelstunde Mathe, Doppelstunde dies. Aber was ist da los? Warum ist für viele Schüler, obwohl wir ja was lernen wollen in der Schule, warum ist es dann doch am Ende des Tages so oft so eine Quälerei? Hm, das stimmt. Gerade Grundschüler auf jeden Fall noch, die wollen ja wirklich was lernen. Naja, ist es für die vielleicht gar nicht so? Aber es ist trotzdem herausfordernder geworden, denen so das zu bieten, dass sie noch, ja, dass sie aufpassen. Weil irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne schon ziemlich gesunken ist. Was mir auch ältere Kolleginnen bestätigen können, dass ja selbst Ende Klasse 1, dass nach 10 Minuten die Kinder sozusagen selbst beim spannendsten Film oder Erzählung oder Text, wie auch immer, dann abschalten und dann nicht mehr sich fokussieren können, viele Kinder. Und das ist schon erschreckend, weil es eigentlich mit 10 Minuten normalerweise Anfang erst Klasse 1 losgeht und dann schon einiges länger sein sollte, gerade wenn man einen Film guckt. Und klar kommt es sehr auf dem abwechslungsreichen Unterricht drauf an, wie sehr die Kinder aufpassen. Aber es gibt noch viele andere Sachen, die da mit reinspielen. Und was sind da so die Vermutungen? Also hat das jetzt vor allem auch was mit Medienkonsum und Ernährung und weiß der Geier was zu tun, oder? Ich denke, man kann das nicht immer so über einen Kamm scheren. Man kann nicht immer nur neue Medien verteufeln. Ich glaube, die werden seit Hunderten von Jahren immer verteufelt, was dann immer mal wieder die neuen Medien sind, die immer dran schuld sind. Ich denke, das ist immer so. Was dann aber immer was anderes ist. Ja, richtig? Immer was anderes ist. Also, genau. Ich meine, mal war Radio 300 Jahre neu. Zurückgehen, genau. Und dann war es halt, weiß ich nicht, das Trommeln auf dem Stein. Posttonnen vom Postboten oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Posthorn vom Postboten. Genau, der da einmal die Woche kam, dann war es Radio, dann Fernsehen. Es wurde da immer auf die neuen Medien geschimpft, ne? Und dass das die Jugend oder die Kinder dümmer macht und so weiter. Und klar, wenn Kinder da hauptsächlich zu Hause vor solchen Geräten hocken und sich nicht mehr draußen beschäftigen, nicht mehr soziales Miteinander lernen oder jedenfalls kein gutes soziales Miteinander aufeinander eingehen, dann ist es natürlich nicht gut. Aber jetzt der prinzipiell gegen zu wettern ist falsch, weil ich denke, sie lernen ja auch viel damit. Ja, auch miteinander zu interagieren über soziale Medien, über moderne IT-Technik und so weiter, was ja auch wichtig ist. Gerade zum Lockdown gemerkt, ne? Also wie wichtig das schon heutzutage auch ist. Ja. Aber dass es halt nicht so, ja, so eine Hauptrolle einnehmen sollte. Eine Rolle, ja, aber nicht zu viel. Und vielleicht liegt das auch daran, dass die Kinder immer sich so viele Sachen, verschiedene Sachen raussuchen können, die sie machen. Die müssen sich nicht mit Bauklötzen oder so beschäftigen und noch zwei anderen Sachen, weil es halt nur die drei Sachen zu spielen gibt, sondern die haben so viele Möglichkeiten, wahrscheinlich 50 Spiele auf dem Tablet oder so, dass die immer wieder weg switchen können zu was anderen und deswegen irgendwie verlernt haben, viele zumindest sich bei einer Sache irgendwie zu bleiben und darauf zu konzentrieren und das halt da mal die Stärken auszubauen und da mal was Schöneres, Anspruchsvolleres zu schaffen, weil sie ja das Anstrengung kostet und dann lieber wieder was Neues anfangen, weil sie da nicht gut weiterkommen. Das kann schon ein Teil sein. Wobei es, glaube ich, schon auch so ist, wenn einen wirklich was packt, dass man dann schon dranbleiben kann. Mhm. Also. Ja, ja, absolut. Da muss man auch ein bisschen danach schauen, was mag der oder die Schüler oder was mögen die.
dass man so ein bisschen die Stärken von jedem Einzelnen herausfindet und die dann unterstützt, weil es muss nicht jeder gut in Mathe sein oder in Deutsch oder in Sport. Man muss ein bisschen, denke ich, mehr positiver schauen und dass die Stärken dann einfach auch fördern und nicht immer bloß auf den Schwächen rumhacken und die dann versuchen zu verbessern. Klar, wenn die wichtig sind schon. Man sollte schon irgendwo einigermaßen gut schreiben können und lesen und auch so die grundlegenden Rechenarten können, klar. Wenn man die Fehler... Prozentrechnung kann ich bis heute nicht. Kann ich dir beibringen. Oh, okay, alles klar. Genau. Nein, aber man sollte ja schon auffallen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 1000 Mal zu viel raus hat und das einem dann nicht komisch vorkommt, dann ist es natürlich blöd. Ja, aber sonst, finde ich, sollte man nicht immer zu sehr nur auf den Defiziten rumhacken, sondern auch die Stärken halt herausstellen und die fördern. Ne? Ich habe auch ein Mädchen bei mir in der Klasse, das ist halt, tut sich überall ein bisschen schwer. Präsentiert auch nicht so gerne Sachen vor der Klasse, ist halt sehr schüchtern, aber die ist künstlerisch halt so begabt, also die malt so unglaublich genau und schön und hat da so eine Freude dran an solchen Sachen, das ist doch viel mehr wert, das dann zu unterstützen. Auch für weiterführende Schulen, gerade wenn man in einer großen Stadt lebt, gibt dann da vielleicht auch Möglichkeiten, Schulen mit einem Profil zu besuchen, die diese Stärke halt fördern. Und nicht immer nur zu gucken, was kann mein Kind nicht und das dann weiter zu fördern, dass es möglichst überall gleich gut ist. Ich denke, das ist der falsche Weg. Wir brauchen keine, die überall so durchschnittlich gut sind, sondern in gewissen Bereichen sehr gut oder herausragend sind. Und da macht man ja eigentlich auch macht ja immer den Erfolg dann aus, dass man irgendwo besonders gut ist und das dann halt nutzt. Aber das ist so schwierig, finde ich, rauszustellen. Also jedenfalls in unserer Schulzeit fand ich das, ich war halt unfassbar schlecht in Mathe, weil es mich null interessiert hat und weil ich, glaube ich, auch einfach keine guten Lehrer, Lehrerinnen hatte. Hatten wir überhaupt mal einen Lehrer? Nee, ich hatte, glaube ich, nur Lehrerinnen. Und es war einfach, ich habe mich wirklich gequält. Ich fand es furchtbar. Ich habe nie Hausaufgaben in Mathe gemacht, weil ich es nicht konnte. Und habe aber auch irgendwie niemanden gefragt. Hm. Ich habe irgendwann den Absprung verpasst. Ja, ich auch. Zum Beispiel meinen Eltern zu sagen, übrigens, ich raff das irgendwie gar nicht mehr. Es ist, glaube ich, ein Wunder, dass ich überhaupt irgendwie 2 Punkte im Mathe-Abi hatte und damit nicht durchgefallen. Ja. Du warst gut in Mathe, oder? Ja, ging so. Ich hätte aber auch besser sein können, wenn ich Sachen, die ich nicht verstanden hätte, getraut hätte, das zu sagen. Ich glaube, das muss man irgendwie auch mehr, also die Fehlerkultur, ne? Diese positive Fehlerkultur. Steht so dein Fehler also überhaupt nicht schlimm? Oder wenn du das nicht verstanden hast, dann sag's, dann können wir daran arbeiten. Nicht, dass es so eine Art, Shaming ist, dass man das nicht kann, sondern dass man das dann wirklich, preisgibt und dann gemeinsam in Gruppen sich zusammenfindet und das löst. Es gibt immer genug, die es nicht können. Und einem helfen können. Ja, man ist ja nicht allein damit. Ne? Man denkt das immer. Aber eigentlich stimmt das nicht. Ja, also es hat auf jeden Fall auch was sehr Großes mit Interesse zu tun. Ich habe dann irgendwie Jahre später, als meine Cousine Abitur gemacht hat, habe ich mal in ihr Mathe-Vorbereitungs-Abi-Heft geguckt und die hat mir dann irgendwie nochmal so ein paar Sachen erklärt und dann hatte ich irgendwie, war ich offen dafür. Ich hatte Bock, das nochmal mit ihr durchzugehen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie gar nicht so schwer gewesen. Ging mir auch häufig so. Weil ich hatte einfach, mir hat das komplette Interesse gefehlt und ich fand halt die Mathelehrerin richtig doof. Ich glaube, die ist mittlerweile auch in der Klapse. Oh je. Ja, damit hat es natürlich viel zu tun. Klar. Aber was soll man machen? Man kann ja dann irgendwie, oder ich weiß es nicht, ich hätte ja nicht sagen können, ich will den Mathekurs wechseln. Nee, das ist dann schwierig. Und dann ist man irgendwie, man fühlt sich so gefangen in diesem ganzen System. Und das ist dann... Es donnert. Ja. Dass man da denkt, man kommt da nicht raus. Das ist die Rache von Frau H. Punkt, die ich gerade auseinandergenommen habe. Wahrscheinlich. Gesagt. Geht's noch? Ich weiß nicht, eine Mathelehrerin hat zum Beispiel mal gesagt, ja, Christina, auch Nicht-Mathematiker haben eine Daseinsberechtigung. Ja, genau. So ist es. Es ist nicht schlimm, wenn man viele Sachen nicht kann. Hauptsache, man kann bei Sachen wirklich gut. Und die anderen so gut, dass man im Alltag klarkommt. Aber ist den, doch so. Total, absolut, aber diesen Querschnitt an Sachen, die man machen muss in der Schule. Wir konnten ja in Sachsen Mathe nicht abwählen oder so. Die ist ja so breit, finde ich, dass
dass so andere Sachen gar nicht herausgestellt werden können. Mhm. Oder wir waren halt einfach auf dem falschen Gymnasium, keine Ahnung. Weißt du, wir mussten Mathe machen. Ja. Wir mussten dies machen, jenes machen. Mhm. Ich denke, das müsste viel früher in die Richtung gehen, dass man sich in Kurse zusammenfinden kann, in denen man halt die Stärken fördert. Schon, ne? Also erstmal finde ich auch die Trennung, ist ja bei uns schon nach 4 Jahren die Trennung, dann nach der Grundschule in die weiterführenden Schulen, das finde ich schon falsch, weil viele Kinder einfach noch 1-2 Jahre länger brauchen, um ihr Potenzial abzurufen. Aber zum Beispiel meine Tochter, kommt jetzt in die 4. Klasse, die ist, sage ich nicht nur, weil es meine Tochter ist, die ist eigentlich ein schlaues Mädchen, ne? Und die kann schnell Schlüsse ziehen, die kann sich schnell in Technik einarbeiten und bedient das dann alles ohne Probleme, kann sich gut ausdrücken und so weiter, aber hat halt ein großes Problem, Sachen richtig zu schreiben und Laute richtig herauszuhören, auch immer noch, und schreibt dann Wörter auf, deswegen komplett falsch. Also ist deswegen jetzt nicht unintelligent oder so, ne? Und dass man jetzt schon dann im einen Jahr schon teilt oder jetzt schon Entwicklungsgespräche macht, auf welche Schulart das mal geht, ist total verfrüht. Manche Kinder geht das sicher, ne? Die sind einfach sehr früh schon reif und vielleicht ihre Zeit immer ein bisschen voraus, aber welche, die da so diesem klassischen Bild ein bisschen hinterherhinken und dann noch ein bisschen Zeit bräuchten, die bleiben dann halt hängen an irgendwelchen Level-End-Gegner, nenne ich jetzt mal, und dann geht es nicht weiter, wo da eigentlich noch gar kein Ende sein muss. Mhm. Das würde ich viel besser finden, es geht wenigstens 6 Jahre die Grundschule und dann würden viele Kinder noch den Sprung schaffen, gleich weiterzugehen. Ohne, dass man das jetzt. Das ist in Berlin so. Also in Berlin gehen die 6 Jahre, also können aber vorher schon gehen, weiß gar nicht warum, weil sie vielleicht besonders begabt sind oder irgendwas. Aber regulär eigentlich 6 Jahre. Das ist ja vernünftig. Oder wäre vernünftig. Und danach geht der Battle los, auf welche Schule kommt man. Habe ich dir ja vorhin schon kurz gesagt, ja, ne? Mit einem NC von 1,1. Wahnsinn. Dass du dann deine Wunschschule bekommst. Ansonsten musst du eventuell bis sonst wohin fahren. Und das kann in Berlin ja, was ist toleriert? 1 Stunde Schulweg. Das heißt am Tag 2 Stunden. Hm. 1 Stunde hin und 1 Stunde zurück. Ja, die du nicht aus Lernzeit nutzen kannst. Das finde ich schon echt krass. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist selbst aber auch in Dresden auch nicht anders. Da gibt es auch solche Auswahl und das kann sein, also da kommen auch alle Schüler und Schülerinnen in einen Topf, egal ob die jetzt neben der Schule wohnen, und da kann sein, wenn die dann voll ist, kriegen die eine Schule, obwohl die neben einer weiterführenden Schule wohnen, die am anderen Stadtteil liegt und fahren auch 1 Stunde. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Ich hoffe, dass wir überhaupt noch gehört werden mit dem Regen. Ja, ach, ich denke schon. Was wäre dir denn noch total wichtig, hier rauszuhauen? Ja, wir waren ja vor uns noch bei der Sache, dass der Blick eigentlich auf meine Kinder und ihre Schullaufbahn relativ differenziert eigentlich ist, dass man das immer gar nicht so verallgemeinern kann. Beim Großen, wie gesagt, der in der Grundschule so dank seiner guten Klassenlehrerin wirklich ganz gut durchkam, obwohl er da sich, wie gesagt, das Schutzschild aufbauen musste, aber dann auf dem Gymnasium ja schon auch schwer zu kämpfen hatte. Und vor allen Dingen, was ich immer so schlimm finde, dass so diese Kreativität und dieses Motivation und Engagement so weggenommen wird oft von den Kindern. Wenn die was selbst leisten oder präsentieren, dass das dann die Ergebnisse oft so in Dreck gezogen werden. Das wird so irgendwie ja, richtig geraubt, häufig. Und am Ende, obwohl er wirklich ein schlaues Kind ist, also der hat, ich glaube, mit 4, 5 Jahren, da konnte meine jetzige Frau zu ihm sagen, da waren wir ja noch nicht zusammen, wir wollen mal einen 4. Stock hochfahren. Und dann hat er da mit 3 oder 4 Jahren auf die richtige Taste gedrückt und die sind hoch runtergefahren. Er konnte manchmal, ich weiß nicht, über 5 Minuten lang wortgetreu ein Hörspiel wiedergeben. Also wirklich, wie es im Hörspiel auch war, wirklich war. Und Wort für Wort. Also er wirklich, ist wirklich sehr intelligent und er hat dann wirklich gedacht und war überzeugt, dass er nicht mehr schlau ist. Dass er dumm ist und das nicht hinbekommt und hat auch nur, wie man jetzt immer sagt, so unterpunktet, also weniger Punkte sozusagen bekommt in den Prüfungen, als eigentlich sein dürfte und immer zu wenig. Und ja, er hatte keine, ja, sein Selbstbewusstsein war dahingehend wirklich abhanden gekommen. Und
dass wir dann auch entschieden haben, dass wir dann das eine Schuljahr auch nochmal macht an einer anderen Schule. Wir haben auch ein bisschen Schulgeld bezahlen, also keine reine Privatschule, aber so eine freie Trägerschaft. Klar, hatte da auch mit manchen Lehrern ein bisschen so ein Battle, sag ich mal, aber im Großen und Ganzen hat ihm das schon gut getan, dass er wieder deutlich mehr Punkte bekommt, die ihm auch ja, entsprechen von seiner Leistung und dass er wieder mehr an sich glaubt, dass er doch schlau ist und das gut hinbekommt und auch ein bisschen mehr Kreativität Raum gegeben wird und ja, das hat ihm auf jeden Fall viel gebracht. Aber erstaunlich, dass die Schule das auslösen, 1, 2, 3, dass die Schule das auslösen konnte. Also, dass das so eine Kraft hatte, ne? Unabhängig von dem Raum hier zu Hause und der Gewissheit eigentlich, ich bin schlau, ich bin ein tolles Kind. Ja, was ja auch alle hier zu Hause spiegeln, aber das reicht dann trotzdem nicht aus, wenn man in der Schule so viel Zeit verbringt und dann immer die Erfahrung macht, dass man nicht genügt oder dass man da nicht reinpasst, dass man irgendwie ja, falsch ist und weil man vielleicht auch, wie er ein starker Charakter ist, der auch sagt, was er denkt und sich auch nicht scheut, es Lehrer und Lehrerinnen zu sagen, die ja, dass das oder dieses nicht so seiner Meinung entsprechen. Ja, und die meisten Lehrer nehmen das halt als Angriff wahr. Ja, und nicht als irgendwie konstruktive Kritik, was zu ändern oder sich mal zu hinterfragen, sondern die zeigen dann nur, ey Schüler, ich bin am längeren Hebel und das lasse ich dich jetzt spüren. Und das ist halt das Traurige. Ja, also eigentlich will man doch seinen Schüler irgendwo auch zu Wissen verhelfen, wenn am besten natürlich im besseren Wissen zu einem selbst oder was man selbst kann. Das wäre eigentlich das Optimum. Aber ich würde mich nie irgendwo angegriffen fühlen, wenn Schüler mich da irgendwie Kritik an einem üben, weil die ist immer, wenn die jetzt sachlich vielleicht nicht korrekt ist, das Kind empfindet es so. Und dann, was man empfindet, ist nie falsch. Ja, ist wahrscheinlich auch für viele schwierig, das zu hören, je nachdem, wie der oder diejenige selber auch aufgewachsen ist zu Hause. Also jeder Lehrer, Lehrerin, die bringen ja auch alle eine Geschichte mit. Ne? Und das sagt ja am Ende, wenn ich nicht damit umgehen kann, mehr über mich selber aus als über das Kind, was die Kritik äußert. Und Ja. dafür müsste es halt vielleicht ein Fach geben in der Schule. Umgang mit Kritik, Kritik äußern, Kritik sachlich äußern. Ja. Ich bin halt auch ein großer Fan von gewaltfreier Kommunikation. Kennst du doch bestimmt auch Giraffensprache? Ist da was davon? Giraffensprache kenne ich nicht. Mir ist gerade auch der Name entfallen, wer das initiiert hat, fällt mir bestimmt noch ein. Ich glaube, das war schon in den 80er Jahren ein so ein Professor, der das sich ausgedacht hat, dass es sozusagen Giraffensprache gibt und Wolfssprache. Also Giraffensprache ist halt wirklich gewaltfrei, ne? Dass man versucht immer so zu kommunizieren, dass es möglichst überhaupt nicht anklagend ist und dass man immer hört, was will mir der andere eigentlich wirklich sagen und wie sage ich oder wie kommuniziere ich, dass ich dem anderen das auch möglichst verständlich mache. Und Wolfssprache halt das komplette Gegenteil, ne? Wolfssprache ist das Anklagen, das ist so Behördendeutsch, mach das, mach jenes. Ne, das, was man ja halt immer in der Schule hört, fast immer Wolfssprache. Ne, du hast das nicht gemacht und die Hausaufgabe nicht gebracht und das hast du falsch gemacht. Anstatt. Zettel raus, Genau. Arbeit wird geschrieben. Oh, was? Genau. Kannst du dich daran noch erinnern? Oh. Das war so schlimm. Der hatte so gefühlte Willkür. Ne? Oh, du gehst nichts an in die Schule und dann Zettel raus. Ja, sehr schön. Panik. Alle Bücher weg, Zettel, Stift raus. Oh, nee, bitte nicht. Ja. Kurzarbeit. Ja. Ja, Ja, ja. und das wäre doch irgendwie geil, wenn es ein Fach schon in der Schule gäbe, wo wir uns mit gewaltfreier Kommunikation auseinandersetzen, was das einfach auch, ich meine, dir für deinen Job bringt, für deine Family. Ja, ich denke, das müssen halt solche, das könnte man ja in Ethik oder wo auch immer weiter ausbauen. Das ist halt nicht immer bloß so ein Einstundenrandfach ist. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Fach, was halt häufig auch hinten runterfällt, ne, und wichtig ist. Total, total. Ja, genau, ist ja jetzt, habe ich
sozusagen über meine zwei Kinder gesprochen. Bei den anderen ist auch noch ein bisschen anderer Weg. Bei unserem drittältesten Sohn sozusagen, der ist hier an unserer Dorfgrundschule zur Schule gegangen und das war halt schön, ne? Wie man sich halt wirklich vorstellt. Also kleine Schule, also wenige Klassen, wenige Lehrer und ist ja einfach behütet hier ja, erzogen und auch sozusagen viel beigebracht worden. Und er geht jetzt auf ein Montessori-Gymnasium hier in Chemnitz, was es zum Glück gibt, weil er auch sehr sensibel ist. Oh Gott, das und, ist hier mega Unwetter, ja, wirklich. Und mit den Erfahrungen von unseren Großen, wie die in der Schule behandelt wurden oder klargekommen sind oder weniger klargekommen sind, war klar, da wollen wir ihn nicht reinwerfen in dieses Haifischbecken und wir wollen ihn irgendwo in ein anderes Schulkonzept mit ihm gehen oder ausprobieren. Er hat jetzt so viel davon nicht mitbekommen, wegen dem Lockdown auch, ne? Das ist ja dann logischerweise die Schule auch nicht so anders. Man muss halt irgendwie zu Hause Aufgaben machen und Online-Unterricht, das kann man konzeptionell jetzt nicht so anders machen wie in einer normalen Schule. Aber das, was er bis jetzt kennenlernen durfte, also er ging jetzt das erste Jahr da auf die Schule, hat ihm schon sehr gefallen. Es ist halt viel mehr kindbezogen und viel mehr zur Zusammenarbeit, also wie die sagen, so Partner im Lernen. Und es ist nicht so, dass Schüler und Lehrer, dass die Gegner sind oder Feinde, sondern dass sie wirklich einem helfen, die Herausforderungen zu meistern. Und viel auch miteinander lernen, auch Freiarbeit, sich selbst organisieren und so weiter. Passt natürlich nicht jedes Kind drauf. Er passt auch innen perfekt. Deswegen haben wir das auch gewählt für ihn. Und werden wir wahrscheinlich auch für unsere Tochter dann wählen. Ah ja, cool. Klingt super. Dann zwar da bei ihr auf den Oberschulzweig erstmal, dass sie halt nicht überfordert wird, weil das finde ich auch immer schlimm, wenn Eltern sozusagen für ihre Kinder wollen, dass sie einen besseren Abschluss erreichen oder genauso einen guten wie sie selber und sie dann irgendwas reinzwingen und die Kinder eigentlich immer nur Misserfolge sammeln. Dann ist es besser erstmal den leichteren Weg gehen und den gut gehen, das Selbstbewusstsein nicht zerstören der Kinder und später, wenn der Knoten geplatzt ist, kann man immer noch einen zweiten Bildungsweg nachholen und dann auch viel erreichen. Aber man muss es ja vielleicht nicht. Vielleicht will man ja auch dann einen Beruf machen, wenn man gar kein Studium braucht. Und dann sind es irgendwo auch nur verschenkte Jahre. Absolut. Total. War für dich aber klar, dass du auf jeden Fall irgendwie dein Abi machst? Also stand das irgendwie so außer Frage? Ja, also es war eigentlich klar, dass ich das mache. Das war, glaube ich, auch von meinen Eltern klar, dass ich das mache. Und irgendwo für deswegen, meine auch, by the way. Ja, deswegen auch irgendwie für mich, das habe ich irgendwie nie hinterfragt, dass es da eine andere Möglichkeit gäbe. Nee. Gar nicht, nein. Eigentlich auch krass, oder? Mhm. Das war ganz klar. Ich meine, ich war immer auch ein guter Schüler in der Grundschule, hatte da fast nur Einsen. Von daher stand das schon irgendwo, oder war das folgerichtig erstmal der Weg, aber es war irgendwie klar, dass ich irgendwie immer studieren muss. Jetzt wird's ruhiger. In dem Moment, wo das Studium anfängt, ja. Aber irgendwie eine Ausbildung, dass ich einen Ausbildungsberuf mache oder so, das stand außer Frage eigentlich, dass das eine Möglichkeit gibt. Weil meine Eltern halt auch studiert haben und dann war das klar, das muss ich auch. Ja, es ist halt oft auch so, ne, die Erwartungen, die wir als Eltern an unsere Kinder haben oder unsere Wünsche für unsere Kinder und da die Offenheit zu haben, dass es vielleicht auch einfach ganz, ganz anders sich entwickeln kann. Das ist halt oft sehr egozentrische Sicht, die man da hat auf seine Kinder. Ja, das muss man sich halt versuchen, irgendwie dem klar zu werden und sich davon frei zu machen. Das ist halt alles eigene Persönlichkeiten sind, dass sie einem nicht gehören, dass man sie begleitet und das möglichst gut und auch in Wegen unterstützen muss, die man nicht gut findet. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, Albrecht. Die Kinder in den Wegen unterstützen, die man vielleicht auch nicht gut findet. Schreibt euch das hinter die Ohren. Genau, und ja, die müssen auch, denke ich, ihre eigenen Fehler machen dürfen. Man kann sie nicht vor allem beschützen und das ist auch gar nicht gut. Weil man wissen es ja von uns selbst, man ja, lernt eigentlich nur gut aus eigenen Fehlern. Was war dein schönstes Erlebnis in der Schule? Kannst du dich an eins erinnern? Schönstes Erlebnis in der Schule. Ich habe das eigentlich, muss ich sagen, so weit schon weg von mir.
und so irgendwie generell so negativ abgespeichert im Großen und Ganzen, dass mir da gar nichts für Positives einfällt eigentlich. Außer so Streiche, die wir einem Lehrer immer mal gespielt haben. Habt ihr gemacht? Ja, ja. Pupskissen unter den Popo gelegt oder wie? Nee, ach, ich weiß gar nicht, was das alles war. Also von so klassischen Sachen wie Papierflieger rumwerfen zu Massen, wenn er sich rumgedreht hat. Weißt du, der eine Deutschlehrer, den wir hatten. W-Punkt. Deutschlehrer. W-Punkt? Und ja, ich weiß nicht, ob du bei ihm hattest, wahrscheinlich schon. Ja, und so ein paar andere kleine Streiche. Ach ja, genau, wir hatten auch mal so eine tolle Idee, da mehrere Mülleimer vor der Tür übereinander zu stapeln und dann zu klopfen, wenn wir eine Freistunde hatten. Und er machte die Tür auf und alle Mülleimer fielen rum. Solche Sachen halt. Nichts wirklich Schlimmes, aber solche kleinen Streiche, die dann so übrig geblieben sind. Genau, oder mal das Klassenbuch der Parallelklasse versteckt haben, was dann wochenlang gesucht wurde. Ja. Wir waren nicht erinnern. Zusammen in der Klasse nämlich, sondern wir waren nur genau. Zusammen in den Kursen, ne? Genau. Wir hatten in der 11-12 mehr miteinander zu tun. Genau. Sehr lustig. Mhm. Ja, ich bin schon auch manchmal aus dem Unterricht rausgeflogen und saß dann auf dem Gang und habe gehofft, dass irgendwie kein anderer Lehrer kommt und fragt, was machst denn du hier? Ja. Ja. Aber das sind so die Sachen, die so übrig bleiben. Mhm. Wir haben auch mal in einem alten Musikzimmer, da war so ein altes Lager von alten Schallplatten und sowas, wo seit Jahren wahrscheinlich keiner drin war und da dicken Staubschichten und Spinnweben. Und da haben wir dann auch mal ausprobiert, wie weit oder wie gut sich die Schallplatten aus Frisbees eignen. Und haben die dann aus dem 3., 4. Obergeschoss mal in den städtischen Park, angrenzenden Park geworfen. In die Schwane? Ja. Albrecht, da warst du dabei, oder? Ja, da war ich dabei. Seid ihr erwischt worden? Nö, nee, erstaunlicherweise nicht. Das ist ja cool. Mhm. Ja, und irgendwie ging halt diese 8 Jahre dann auch vorbei, ne? Also 8, oder insgesamt sind es ja 12 Jahre gewesen, aber 8 Jahre Gymi waren dann halt auch irgendwann um. Mhm. Dann standen wir irgendwie so da und ja, wie geht's jetzt weiter? Also ich habe erstmal Zivildienst dann noch gemacht. Ah ja. Das war ja klar, das war ja damals noch Pflicht. Heutzutage muss man das ja nicht mehr machen. Aber da würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, nicht sofort sich ins Studium zu stürzen, sondern sich ein bisschen auszuprobieren, ob das nur damit zu tun hat, die Welt zu sehen oder was Soziales zu machen oder für die Natur oder was auch immer, vollkommen egal, aber die Chance hat man dann nie wieder, weil sonst ist man gleich wieder in dem Hamsterrad drin, Studium, dann gleich Beruf, dann Familie. Ich denke, das ist die einzige Chance, so vor dem Studium oder nach dem Studium noch so ein bisschen was, ja, anderes zu machen. So auf jeden Fall. Abseits von diesem Rad, in dem man sich immer irgendwie gefühlt befindet. Also meine Eltern haben da wirklich den Megadruck gemacht und ich musste sofort anfangen zu studieren. Was die Folge hatte, dass ich irgendwie Germanistik studiert habe und das ganz furchtbar war. Mhm. Und ich schon nach 2 Wochen wusste, okay, das kann ich auf gar keinen Fall machen. Ja. Da mussten wir uns irgendwie Literatur besorgen und ein Buch war die Pietisterei im Fischbeinrocke. Oh. Und ich habe das angefangen zu lesen und habe einfach mal nichts verstanden und hatte auch einfach keinen Bock. Dann habe ich meiner Mama gesagt, du, das kann ich auf keinen Fall weitermachen. Mhm. Und da ist sie total durchgedreht. Also ich weiß noch, dass ich im Bett, bei mir im Zimmer im Bett lag, Fernseher lief. Und meine Mutter so den Fernseher ausgemacht und gesagt, du, auf keinen Fall hängst du jetzt hier rum und wartest, dass du irgendwas machst. Ja, ja. Und das war aber eigentlich die, unabhängig von dem Fernseher, vielleicht die Stille, die ich gebraucht hätte, um zu schauen, was ist da. Mhm. Und dann habe ich wirklich nur das Vorlesungsverzeichnis durchgeguckt und habe gedacht, okay, was kann ich? Na gut, in Sport war ich immer ganz gut, dann mache ich mal den Sportaufnahmetest. Mhm. Und bin dann genommen worden und habe dann erstmal Sportwissenschaft studiert. Aber das war eigentlich gar nicht das, was ich machen wollte. Ja, das, ähnlich wie bei mir. Das von einem ins andere und nur, ja, ohne mal selbst zu hinterfragen, was man will. Ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass man dann so ein Jahr irgendwie mal hat, wo man versucht, wenn man es bis dahin noch nicht geschafft hat, sich selbst zu finden. Manche haben ja das Glück, dass sie irgendwie wissen, ich will das und das unbedingt werden, ich will das machen, das ist meine Passion, aber viele haben es halt nicht gefunden. Meine Großen wissen das auch noch nicht so wirklich, was sie machen wollen. Dann lieber nach 1-2 Jahren irgendwas machen, auch meinetwegen auch mal irgendeine Ausbildung anfangen, sich dann mal ein bisschen ausprobieren, wo auch immer, Praktika machen, ein bisschen shoppen gehen,
Und die Welt ein bisschen kennenlernen, andere Lebensweisen kennenlernen auch, um zu finden, was will ich und dann was zu machen, was einen erfüllt. Ich denke, es gibt nichts Blöderes, als sich jeden Morgen zu grauen vor dem Beruf und zu denken, oh nein, jetzt muss ich da wieder hin. Und die Chance hat man ja eigentlich nur da, wenn man dann einmal drinsteckt und Geld verdienen muss, weil man seine Familie ernähren muss oder so und nicht sagen kann, nur auch, ich finde mich jetzt nochmal neu, 4, 5 Jahre lang, ist halt schwer. Geht natürlich, Geht ja. aber ist deutlich schwerer und dann braucht man, ist es halt gut, wenn man dann vielleicht keine kleinen Kinder gerade schon hat. Und die kommen ja auch nicht immer geplant oder wenn der Partner dann das vielleicht ein bisschen finanziell auffangen kann, was auch nicht immer geht. Da hatte ich zum Beispiel großes Glück, dass es ging. Dass Dann du ist dir eine meine, Ärztin geangelt hast, ja also echt, sozusagen, dass das finanziell dann dadurch möglich war überhaupt, weil oft geht es ja aus den Zwängen heraus gar nicht, ne? Dass du das vielleicht dann willst, den Wunsch hast, aber du kannst es in dem Moment nicht machen. Und dann Total. hängst du da drin und kommst nicht aus dem Spinnennetz wieder raus. Nee. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder? Ja. Hast du noch ein schlaues Schlusswort? Waren so viele schlaue Sachen Ja. dabei. Fällt mir jetzt auf den spontan jetzt gar nichts ein. Außer lasst eure Kinder ihren Weg gehen und unterstützt sie dabei. Das ist schön. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge, wo wir ein bisschen, ja, das Schulsystem auseinandergenommen haben. Oder eigentlich, ja, ist es ja, wir haben es nicht auseinandergenommen, würde ich sagen. Wir haben einfach so ein paar Gedanken ausgetauscht, ein paar Gedanken besprochen. Und ja, vielleicht machst du dir auch Gedanken, so wie wir das machen. Und dann hoffe ich, dass du vielleicht ein paar Inspirationen mitnehmen kannst aus der Folge. Wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein, Eltern-Dasein haben möchtest, dann komm gern auf unseren Instagram-Account, der heißt Glücksmama Berlin, oder auf die Webseite glücksmama.de. Und dann sage ich für heute Vorhang zu, alles Liebe und bis hoffentlich ganz bald, deine Christina. Thank you.